Im Schwimmbad braucht es Zubehör. Besonders Kinder lieben die ganzen vielfältigen Möglichkeiten von Gummitieren. Gibt es irgendwelche Trends in diesem Jahr 2010? Die Trends, ganz klar, was wir jedes Jahr haben, sind unsere Schwimmnudeln. Die sind mit Verbindungsmöglichkeiten, kann ich die jetzt einmal stecken, kann ich drei, vier Nudeln aneinander tun. Das ist ganz klar der Trend bei uns. Und natürlich jedes Jahr die ganze aufblasbaren, was haben wir, Schlauchböte. Das ist ganz klar der Trend für 3, 6 Erwachsene. Das ist momentan das Aktuelle. Und Schwimmflügel und Schwimmreifen für ganz Kleinkinder, die ganz sowieso. Gibt es neue Sicherheitsstandards bei den Schwimmflügeln für Kinder? Die sind eigentlich, seit Jahren sind das die gleichen. Bis zu welchem Alter trägt ein Kind Schwimmflügel? Das kommt immer aufs Kind drauf an, wie früher als Eltern das ganze Schwimmen lernen und alles. Was soll man tun, wenn ein Gummiboot ein Loch hat? Ja, am besten gleich wieder an Land kommen und so gut wie möglich flicken. Da gibt es spezielles Flickmaterial, das ist alles dabei beim Schlauchboot, im Zubehör. Am besten gleich rauspaddeln und an Land kommen. Was würden Sie sagen, braucht man unbedingt für das Meer? Auf jeden Fall Schnorchel, Taucherbrille mit Flossen und kommt auf einen Urlaub gegangen. Aber für die Korallen haben wir spezielle Korallenschuhe da, dass es einfach nichts durchkommt, dass sie keine Verletzungen nichts haben. Das ist ein unbedingtes Muss. Gibt es unterschiedliche Taucherbrillen oder ist es im Prinzip immer dasselbe? Es gibt natürlich Kinder- und Erwachsenentaucherbrillen. Wichtig ist einfach, dass sie schön abschließen, dass sie schön passt. Im Gesicht einer. Für Kinder und Erwachsene gibt es natürlich unterschiedliche Taucherbrillengrößen. Ob beim Schnorchel genau das Gleiche.